Dann gehen wir mal eben pennen da unten. Spinne. So, dann gehen wir mal pennen. Gute Nacht. Let's go on. Ta-da-da. Und jetzt müsste natürlich was mehr Glas fertig sein. 8 erst. Oh Gott. Kann ich ja 8 schon mal mitnehmen. Damit werden wir zwar nicht so weit kommen, aber... Spinne. Spinne. Enderman. Enderman. Spinne. Du alte Drecksau. Ich wusste doch, dass du hier bist. So, Level 10. Da hinten den Getreide. Das Getreide könnten wir bald mal abbauen. So, und jetzt überlege ich hier gerade, wie mache ich die Scheibe so. Und da machen wir jetzt eine große Glasscheibe dran, so. Er hat ja unglaublich weit gereicht. Da schwimmt irgendwo was. Hui! Rein da! Creeper! Weg! 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 Heiliger! Wollte mich das Ding hier gerade umbringen. Hat hier erst schön rumgebadet und kam dann an. Ja, ja. Böses Creeper-Ding. Sind hier noch mehr Viecher? Nee. Jetzt hat es ihnen Angst gemacht. Jetzt kommt keiner mehr. Hier mache ich mal besser so lang wieder zu. Wie mache ich das hier? Mache ich das so mit so einem Holzrahmen? Ja, und dann können wir schon fast das Dach draufsetzen. Dafür brauche ich jetzt allerdings hier so eine kleine Leit... Ja. Fail, fail, fail. Wir wären schon lange fertig, wenn ich hier keinen Fail jedes Mal produzieren. Und da war noch ein Creeper. Da ist einer, da ist einer. Ihr habt mich nicht gerade anvisiert, oder? Weg. Weg. Du bist schon mal tot. Tot, tot, tot. Ich glaube, ich muss hier mal ein paar Fackeln setzen oder die Bäume abholzen. Ich glaube, Bäume abholzen wäre sinnvoller. Hier spawnen mich alles drunter wahrscheinlich. Oh, kein Framelag, während ich hier baue, bitte im Dunkeln. Hui! Kommst du denn her? Hätte die uns eigentlich gerade überhaupt angegriffen? Ich weiß es ja nicht, aber sicher ist sicher. So, mal eben die ganzen Bäume hier abreißen. Ah, oh, ich bin etwas verschnupft. Meine Nase ist leicht zu. Hört man vielleicht auch. Aber das... ist bestimmt nicht so schlimm, hoffe ich mal. So, dann machen wir jetzt hier ein Holzdach drauf. Da ist gerade schon der nächste Kaktus gedroppt. Ich habe es gerade genau gesehen. Sieht man ihn noch? Ah, nee, er ist schon weg. Dann machen wir hier erstmal so eine Zweierreihe, damit wir schon mal einen Ansatz vom Dach haben. So. Jetzt ist mir doch das Holz gerade ausgegangen. So. Birke... Zack, haben wir wieder neues Holz. Und bevor ich die Stämme vercrafte, gehe ich erst runter und hole mir die Stacks, die wir eben ausgelagert haben. Ein- oder ausgelagert? Wie nennt man das eigentlich? Weil wir haben sie ja aus dem Inventar geworfen. Gibt es das Wort auslagern? Könnt ihr einmal drunter schreiben. Drunter schreiben. So, da kommen wir überall perfekt ran. Und wenn wir jetzt runtergehen, müsste auch das Glas fertig geworden sein. Alter, jetzt brauche ich hier echt noch so 4 Holz oder so. Dann machen wir eben so 4 Holz. Oh, 5 Holz. Dann machen wir halt noch einen, komm. Der ist jetzt Schönheitsfehler. Ja, so schlimm sieht das jetzt hier nicht aus. Da können wir auf jeden Fall einfach noch was dran bauen. Dann hat sich die Sache hier. Den Baum können wir eigentlich schon mitnehmen. Timbermod habe ich übrigens noch nicht installiert. Was ich installiert habe, ist eine eine Ultimate Fist. Das aber nur, weil ich halt privat auf einer Welt gespielt habe und da einfach mal mit Ultimate Fist rumspielen wollte, weil ich nicht Creative spielen wollte, sondern schon Survival. Habe ich halt ein paar Diamanten gesucht. War auch eine Welt, auf der ich schon recht viel gemacht habe, deswegen war das mit den Diamanten kein Problem. So, hier drin ist doch ganz cool. Da machen wir hier gleich noch ein paar Fenster rein. Deswegen wieder mal Glas, wo wir auch Sand für brauchen. So, was sagt denn der Ofen? 26, okay. Dann werden wir jetzt mal ein paar Fenster. Machen wir Glas Plain? Das überlege ich gerade. Nehmen wir diese Glasplatten oder Glasblöcke? Also hier würde ich auf jeden Fall Blöcke nehmen.
Oder. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie ihr es wollt. Dann mache ich das noch anders. Mache ich jetzt hier eine Doppel- oder eine Einzeltür? Also erstmal brauche ich sowieso ein bisschen Erde, weil wir sind ja hier quasi jetzt eins nach oben gehüpft mit dem Ganzen. So, dann machen wir eine Fackel hin. Ich weiß, wahrscheinlich wäre es hier schon hell genug, nur ich bin mir halt da nie sicher wegen dem... Toll, da ist ja noch Erde. Wegen dem, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Egal. Genau, wir wollten zwei Türen machen. So. Schade, dass man die immer noch nicht stacken kann. Die brauchen wir auch noch. Die Erde brauche ich allerdings auch. Zäune für das, was ich vorhab. Fackeln kann man da mal draufpacken. So, dann gehe ich jetzt kurz hoch und guck mal, wie ich mir das da oben vorstelle. Ja, das sieht doch ganz okay aus hier. So, das machen wir mal so zwei breit, das Ganze. Ah! Zwei breit, aber natürlich nicht zwei hoch. So, und wenn hier mal irgendwann Gras drauf gewachsen ist, dann sieht das eh keiner mehr, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Hat den mal schon mal einer gebracht? Müsste eigentlich, weil der war jetzt so offensichtlich, aber... Vielleicht habe ich ja da gerade mal was Neues gemacht. Obwohl, das Haus ist ja auch schon neu, was wir gerade bauen. Also, ist ja schon mal was Neues. So, hier kommt noch so eine Schicht davon davor. Jetzt hat man echt keine Erde mehr. Doch, 49. So, und jetzt würde ich hier gerne etwas mehr Gras drauf haben. So, das machen wir hier noch ein bisschen so um die Ecke. Ach, komm, Framelag. Hupsi. So, dann machen wir hier noch ein paar davor. So, das sieht so okay aus. Hier werde ich den Sand übrigens nicht abbauen. Wir werden dann direkt dahinter gehen. Machen wir jetzt schon die Expedition. Ne, ich wollte ja eigentlich erst die Sachen fertig bauen. Und erstmal wird vor allem jetzt hier weitergebaut. So, wie machen wir das jetzt hier? Ja, ich habe da eine Idee. Wartet mal ab. Sekunde. Jetzt brauchen wir eine Axt erst. Und die Erde brauche ich auch nicht mehr. Deswegen kann ich hier... Was kann ich hier wieder hin tun? Holz. Da wollte ich hin, in die Richtung. Spitzhacke brauche ich auch. Moment. Nur ein Test. So. So? Hier die Türen hin, so und so. Ja. I like this irgendwie. Da dann so Zäune hin, dann da die Fackel drauf. Ist das so gut? Ich finde es ganz okay eigentlich. Auch mit den Türen so ein bisschen eingerückt. Dann hat man hier quasi noch so wie vor dem Haus hier, Moment, so einen kleinen Unterstellplatz. Ist das gut? Ich finde es okay, vielleicht die Zäune sind nicht so ideal, aber wir lassen es einfach erstmal so. Das Feld wird natürlich auch noch irgendwann woanders hinkommen, weil das war ja nur provisorisch am Anfang, um mal ein bisschen Food zu kriegen, ein bisschen Weizen. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte Fenster in den Laden bauen, damit wir da nicht so wie im Dunkeln hausen. So, Moment, dann könnte ich ja hier eigentlich so ein Fenster reinsetzen. Hier dasselbe, aber hier wäre das ja dann da... Ah doch, Moment, klar, muss doch. Musste doch gehen. So, mache ich da jetzt Glas Plain oder Glas Block, also ganze Blöcke rein? Das ist jetzt die Frage des Tages. Leck. Komm, zeig dich. So, Spiel. Ich hoffe, die Lecks machen nicht die Synchronität kaputt. Also, dass wegen den Lecks das so ein bisschen verrutscht alles. Ich hoffe es ja mal nicht. Hier würde ich irgendwann gern so ein Gartentor machen, dass wir da hinten irgendwas bauen noch. Ja, ich weiß, das ist alles noch in naher Zukunft. Hier können wir vielleicht die Küche so ein bisschen hinsetzen. Hier in die Ecke so. Das sind alles noch Ideen, Leute. Also ist noch nichts Festes. Da ist der Crafter, den können wir auf jeden Fall schon mal dahin tun. So, und dann werde ich doch jetzt noch die Glasscheiben machen fürs Erste. Können wir immer noch ändern. So, das sieht schon gut aus. Ja, dann hat man ja auch so eine kleine Fensterbank. Ja, ist okay. Lass mal erstmal so.
Ja, steht da noch so ein Einzelfenster, aber das werden wir dann sehen. Da machen wir jetzt erstmal so synchron die Fackeln hin, so. So. Ne, da braucht keine hin. Da braucht aber eine hin, da an die Wand. So, wir haben es hier gemacht, dann mache ich da eine hin, da eine hin, da eine hin und da eine hin. Yeah! Ein synchrones Haus. Ein synchrones? Nein, wie heißt das? Ein Syn? Also, Moment, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Synchron? Ne, synchron. Symmetrisch. Symmetrisch, das war das Wort. Oh Gott. So, Alter, es gefällt mir hier mit diesem Vorbau so ein bisschen. Dann werden wir jetzt vielleicht die Küche bauen. Ich überlege gerade. Hier Zäune habe ich auf jeden Fall, die brauche ich. Nee, so geht das nicht. Kleine Idee am Rande. Da braucht man vielleicht ein paar von. So, Slabs, Stone Slabs. So, na jetzt muss ich mal den kreativen Baumeister raushängen lassen. Moment. Oh Gott, Moment. Hier machen wir vielleicht die Eingang in die Küche, machen wir vielleicht von hier. Oder machen wir die doch hier? Ah. Nee, ich glaube... Ah, machen wir sie hier, machen wir sie hier. Ich kann mich nicht entscheiden, so wirklich. Doch, wir machen es hier. Wie machen wir es denn hier? Nein, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wir machen jetzt erstmal nach dem Framelag erstmal haya. Und dann werden wir vielleicht schon die Expedition in die Richtung machen. Aber das wird noch nicht die Expedition, sondern zum Sandfarmen wird das Ganze erstmal sein. So, dann werden wir jetzt erstmal den Kram hier einsortieren. So, das besondere Zeug kommt hier rein. So, Sand und Glas, sowas. Also, das können wir hier mal so ein bisschen tiefer einordnen. Sand war eh da, auf der Seite. Jetzt das Holz weg. Ey, so. Alter, wir haben eine richtig gute Anzahl Holz schon. Das war ja wahrscheinlich dadurch das Schokokekskuchen bei uns in einem der letzten Parts. Hier dick Holz gefarmt hat. Ach komm, ein bisschen Ordnung muss sein. So. Die werden wir direkt verkraften, denn Birke werde ich nie benutzen in meinem Leben. Ey, so. Das Bett können wir auch mal da so reintun. Das Essen nehmen wir mit. Ist zwar nicht so viel, aber es reicht. Die Öfen tue ich bei Cobblestone rein. Schwert, Schere. Vielleicht finden wir ja ein Schaf oder sowas. Moment, das muss jetzt eh erstmal geändert werden. So, meine übliche Reihenfolge. Mob Drop Chest, wo bist du? Da oben. Ja, ist doch schon ganz lustig, was wir hier alles schon so haben an Mob Drop. So, dann bei Samen werden wir die zwei Sachen noch reinpacken. So, ich gehe mal mit der Stimme so ein bisschen mit, wie das Lied ist. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Da sind auch noch 30 Glas. So, dann brauchen wir jetzt noch zwei oder drei neue Eisenschaufeln. Ich mach mal drei. Und dann werden wir mal richtig das ganze Inventar voll mit Sand packen. Jo, dann haben wir auf jeden Fall Sand, ne? Kann man ja auch gut als Füllmaterial nutzen. So. Gut, dann gehe ich jetzt pennen und bei Tag werden wir dann losmarschieren. Hier kann ich eigentlich auch mal zwei Fackeln hin tun. Gute Nacht!